So, und da sind wir auch schon wieder zurück zu einem Hardware-Video, weil hier kann ich jetzt nichts großartig zu sagen. Das ist ein weißer Kabel mit, ja, US, glaube ich, China-Stecker, US-Stecker, keine Ahnung, England-Stecker. Der Kabel sieht sehr dick aus, aber für mich jetzt nicht zu gebrauchen, da ich damit nichts anfangen kann. Dann packen wir das mal aus. Muss ich mal gucken, ob ein anderer auch geht. Ich einfach einen anderen. Ich habe es mir extra in weiß geordert, weil ich weiß halt schöner finde, weil meine Steckdosen weiß sind am Sofa und so, dann fällt das nicht so auf. Und ich finde, weiß sieht immer so ein bisschen edler als schwarz aus. Ja, hier haben wir vorne das Logo der Firma. Wir haben hier 4 Ports USB-Charger, 2,1 Ampere, 2,1 Ampere, 1 Ampere, 1 Ampere, also hier steht 5 Volt. Ja, und dann haben wir hier unsere 4 Ladebuchsen. Wir haben noch eine LED, die uns das mitteilt. Machen wir so, dann seht ihr das. Und hier seht ihr auch die Beschreibung, was ich euch gesagt habe. So, und da oben nochmal das Logo der Firma. Und auf der anderen Seite hier ist halt die Ladebox für praktisch den Stromkabel. Dann haben wir hier hinten nochmal CF, FC, ja, und halt nochmal ein paar technische Daten. Sieht auch gut verarbeitet aus. Ich habe keine scharfen Ecken, Kanten, irgendwas dergleichen. Sieht alles sehr gleichmäßig aus. Kein Splitterung, kein nix. Also sieht schon sehr gut aus. Aber für mich jetzt in dem Augenblick erstmal, wenn es mit dem Stromkabel nicht klappt, nicht zu gebrauchen. Müssen wir mal gucken. Packt das jetzt hier erstmal ein. Wir werden uns jetzt gleich im nächsten Video, werden wir uns den fünffach auspacken und den fünffach mal angucken. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.